Hallo, herzlich willkommen bei mir im Kitchen Chaos. Heute gibt's bei uns, passend zur Jahreszeit, Berliner. Allerdings die saftigsten, flaumigsten Ofenberliner, die ich je gegessen habe. Die haben unbedingtes Nachbackpotenzial. Für die Auffrischung vom Sauerteig brauchen wir 25 Gramm Lievito Madre Ansatz, dann 25 Gramm Mehl und 12 Gramm warmes Wasser. Als erstes den Sauerteigansatz mit dem Wasser verrühren, bis man eine relativ glatte Paste bekommen hat. Dann gibt man das Mehl dazu und rührt das ebenfalls unter, beziehungsweise knetet es unter. So, jetzt habe ich einen ziemlich glatten Teigkloß bekommen. Den stelle ich jetzt lose zugedeckt an den warmen Ort und lasse ihn auf mindestens das Doppelte, besser das Dreifache aufgehen. Das Brühstück, das sorgt dafür, dass die Berliner nachher länger saftig und frisch bleiben. Dafür habe ich hier 80 Gramm Mehl und 120 Gramm kochendes Wasser. Das gibt man da drüber und vermischt das alles miteinander. Jetzt bekommt so eine richtig dicke, puddingmäßige Konsistenz. Und für den Vorteig, der sorgt dafür, dass die Berliner nachher richtig schön Geschmack bekommen, habe ich hier 50 Gramm Mehl, 5 Gramm Hefe und 50 Gramm zimmerwarme Milch. Das Ganze gut miteinander mischen, dann die Ränder nach unten schaben und es dann gut abgedeckt bei Zimmertemperatur gehen lassen. Beim Brühstück ebenfalls die Ränder abschaben, dann das Brühstück luftdicht abdecken und quellen lassen, bis der Lievito Madre zu seiner zwei- bzw. dreifachen Menge aufgegangen ist. Wenn ihr noch das ein oder andere Helferlein sucht, dann schaut doch mal unter dem Video in die Infobox. Dort habe ich euch meine Werkzeuge verlinkt, dann findet ihr sie ganz schnell. So, jetzt sind die Vorteige gut aufgegangen. Der Lievito Madre, seht ihr hier schön, der ist mindestens auf das Dreifache aufgegangen. Unser Brühstück, unser abgekühltes und der Vorteig, der auch schön aufgegangen ist, wie ihr seht. Dann brauchen wir noch zusätzlich zu den Vorteigen 340 Gramm Mehl, 120 Gramm Milch, 3 Eigelbe, 50 Gramm Zucker, 5 Gramm Hefe, 8 Gramm Salz, einen Teelöffel Zitronenzucker bzw. die abgeriebene feine Schale einer halben Bio-Zitrone, einen Teelöffel Vanillezucker bzw. ein Päckchen Vanillezucker, 30 Gramm Backmalz und 65 Gramm weiche Butter. Für den Lievito Madre Ansatz habe ich euch oben mein Video dazu verlinkt. Und falls ihr wissen möchtet, wie ich meinen Zitronenzucker mache, habe ich euch das Video dazu oben in der Infokarte ebenfalls verlinkt. Für das ausführliche Rezept mit zusätzlichen Tipps, da besucht ihr am besten meinen Blog. Den Link dorthin, den findet ihr verlinkt in der Infokarte oder unten in der Infobox. Für den Hauptteig kommen alle Zutaten, außer Butter und Salz, in die Rührschüssel eurer Küchenmaschine. Der Vorteig, das Brühstück, der aufgefrischte Lievito Madre, Eigelbe, Backmalz, Zitrone, Vanille, Zucker, Mehl und natürlich die Hefe. Die Zutaten etwa 4 bis 5 Minuten zusammenlaufen lassen. Nachdem der Teig jetzt gut zusammengekommen ist, wird der Teig noch etwa 1 bis 2 Minuten weiter geknetet und währenddessen gibt man die weiche Butter in Stückchen dazu. Nachdem die Butter jetzt gut untergeknetet ist, gibt man noch während dem Weiterkneten das Salz dazu und lässt dann ca. 20 Minuten langsam bis mittlere Stufe zu einem geschmeidigen glatten Teig auskneten. Nachdem der Teig jetzt richtig schön ausgeknetet ist, deckt man ihn zu und lässt ihn etwa eine Stunde bis eineinhalb gehen, bis er sein Volumen etwa verdoppelt hat. So, der Teig ist jetzt schön aufgegangen. Jetzt hole ich mir den mal raus aus der Schüssel. Und teile mir dann den Teig in 60 Gramm Stücke auf.
Wenn die Stücke jetzt alle gleich schwer sind, werden sie rund gewirkt. Und damit sie nicht so an den Händen kleben, mit Mehl bestäuben. Mit der Naht nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen. Und zwar schön versetzt, da die Berliner richtig, richtig schön aufgehen sollten, bevor sie in den Backofen kommen, damit sie ein richtig schönes Volumen bekommen. Dann die Teiglinge entweder mit einer Gärfolie zudecken. Oder eine Frischhaltefolie mit Öl bepinseln oder mit einem Backtrennspray besprühen und damit die Berliner zudecken, damit die Folie nachher nicht an den Berlinern hängen bleibt und sie so kaputt reißt. Denn die müssen jetzt mindestens 1,5 bis 2,5 Stunden gehen, bis sie sich richtig vergrößert haben, mindestens das Doppelte, besser das Dreifache an der Menge. So, nachdem die Berliner jetzt richtig schön aufgegangen sind, den Backofen vorheizen auf 200 Grad Ober-Unterhitze oder 180 Grad Umluft und die Teigdinge gut mit Wasser einsprühen. Dann das Blech in den Ofen schieben, einen Becher Wasser auf den Boden gießen und so mit Dampf ca. 12 bis 15 Minuten goldbraun ausbacken. So. Nach dem Backen noch kurz auf dem Blech auskühlen lassen. Und dann auf ein Auskühlgitter umsetzen und vollends erkalten lassen. Nachdem die Berliner jetzt richtig schön ausgekühlt sind, werde ich sie jetzt mit Marmelade füllen. Da könnt ihr jede Marmelade nehmen, die euch schmeckt. Zum Beispiel eine rote Marmelade, Erdbeer, Himbeer, Waldfrucht oder auch Marille bzw. Aprikosenmarmelade. Einfach was euch schmeckt, das passt. Dazu die Marmelade entweder in einen Einwegspritzbeutel oder in eine Garnierspritze umfüllen. Wichtig ist einfach eine lange, schmale Tülle, damit an der Seite von den Berlinern einstechen und etwas von der Marmelade einspritzen. Nach dem Füllen dann entweder mit Puderzucker bestäuben oder, wenn ihr das lieber habt, in eine Zuckerglasur tauchen. So, jetzt möchte ich euch aber auch noch einen angeschnitten zeigen. Schaut mal, wie fluffig die sind innen drin. Sind die lecker. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen da, packt Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen in die Kommentare und wenn ihr meinen Kanal bisher noch nicht abonniert habt, dann drückt jetzt unten rechts auf mein Kanalsymbol zum Abonnieren und denkt auch an die Glocke. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!